Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Erstmal hier rauszoomen wieder. Wenn ihr euch fragt, wo ich gerade sitze, ich sitze gerade auf meinem Bett, auf meiner Totoro-Decke. Deswegen ist da auch ein kleines Rußmännchen. Ja, denn in meiner Wohnung sieht es aus, ein kleines Live-Update. Ich werde diese Woche umziehen. Zwar bleibe ich im Haus, aber ich ziehe 2 Etagen tiefer in eine größere Wohnung, wo ich dann mehr Platz für nötige Goodies habe. Und ja, ich dachte, ich mache jetzt einfach mal wieder ein Video für die Sticky Club Briefchen. Und wir fangen mal mit dem Retro Pack an. Zum Retro Pack muss ich sagen, da sind manchmal Sachen dabei, die jetzt nicht ganz so mein ja, Sticker-Geschmack sind, sag ich mal. Aber doch eigentlich ganz schön. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie hässlich sind oder so, aber es ist halt nicht so mein Ding und ja. Wir gucken mal rein. Manchmal sind echt richtig fancy Sachen drin. Ich hatte auch mal Sachen dabei, ja, die haben mir nicht so gut gefallen. Wobei das jetzt doch ganz cool aussieht. Hier steht jetzt das Motto oder das Thema von dem Retro Pack ist einmal, was heißt einmal, ist Natural History. Und da haben wir hier so eine kleine Büroklammer in Form einer Eichel. Hier unten sind so Zootiere als Sticker und hier ist ein Patch. Also das kann man sich, glaube ich, dass das ein Patch ist. Ist das ein Patch? Ja, also das ist so zum Annähen oder Anbügeln oder klebt das. Ich kann das nicht genauso gut, ich kann das nicht so gut erklären. Aber ja, das könnte man auch, wenn man jetzt hier das so drauflegt und dann muss man das festnähen, dann hält das dann. Mir fällt das deutsche Wort gerade nur nicht dazu ein, deswegen tut es mir leid. So. Dann gucken wir uns doch mal die Sticker an. Ich sehe schon, da sind Tiere. Okay, hier haben wir einmal Pilze. Ich esse gerne Pilze. Esst ihr auch gerne Pilze? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr gerne Pilze esst. Hier sind so Fossilien, Versteinerungen. Als Kind, beziehungsweise jetzt immer noch, war ich mega der Fossilien-Fan und habe immer so Fossilien gesammelt und Versteinerungen und so Haifischzähne und Edelsteine und so. Fand ich ziemlich cool. Das ist auch sehr cool. Oh, das Gewitter, das ist cool. Ich mag Gewitter ja total. Also ich kenne Leute, die haben jetzt noch Angst vor Gewitter. Das finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich finde Gewitter einfach richtig, richtig nice, ich mag Gewitter. Hier sind Steine. Die sind auch sehr schön. Dann haben wir hier. Oh, das gefällt mir auch sehr gut. Ich lege das mal da hinten auf so einen Stickerbogen drauf, damit ihr das erkennen könnt. Das sind so Blumen und Pflanzen. Die schimmern so ein bisschen. Das ist total cool. Oh, hier haben wir Tiere. Tiere, Tiere, Tiere. Da ist ein Lama, ein Löwe, ein Häschen, ein Schwein, ein Hippo. Also ein Nilpferd, ein Krokodil, ein Känguru, Giraffe, Flamingo, ein Hörnchen. Keine Ahnung. Erdmännchen? Nee, Erdmännchen ist es nicht. Elefant, Schaf, Zebra, Eule, Tapir, ein Reh, eine Giraffe, ein Schwan, ein Streifenhörnchen. Das ist ein Leopard? Fragezeichen. Und das ist ein Eisbär. Oh, hier ist ein sehr cooles Lesezeichen. Ich weiß nicht. Ich kenne viele, die das nicht mögen, wenn das ja, Tiere, Skelette sind. Aber ich finde das sehr interessant und ein cooles Design. Hier hinten kann man da noch was draufschreiben. Dann sind hier Notizblätter mit Ginkgo drauf. Ich mag Ginkgo sehr gerne. Das ist eine
eine asiatische Pflanze, glaube ich, beziehungsweise ein Baum. Ginkgo ist ja ein Baum. Und ja, die sind sehr, sehr schön. Ist, glaube ich, auch sogar eine Heilpflanze, wenn ich mich nicht irre. Und hier sind noch mal die Tierskelette. Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, beim Retro Pack, den ich jetzt hier gerade habe, ist es für mich immer so, entweder ist alles cool oder es ist nur ein bisschen cool oder es gefällt mir irgendwie nicht so. Aber dieses Mal gefällt es mir sehr gut. Retro Pack. Dann machen wir weiter mit dem Cute Pack. Oh, ich sehe Hamster. Und Hamster sind schon immer niedlich. Also ich mag Hamster. Ich hatte auch mal einen Hamster. Da fällt gleich alles raus. Oh, guckt euch diese Fälsch an. Es ist ein Hamster in einer Teetasse. So süß. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hinmachen soll. Ich habe mir jetzt auch wieder, also ich war, eigentlich wollte ich, bevor ich dieses Video mache, die Nihonbox abfilmen, die jetzt noch auf meinem Schreibtisch steht, ungeöffnet. Dann wollte ich euch noch meine Franco-Ausbeute zeigen, habe ich aber auch nicht geschafft. Dann war ich jetzt gestern und am Samstag, also das letzte Wochenende, war ich auf dem Cos Day. Da habe ich auch eine Ausbeute mitgebracht, eine richtige Ausbeute. Richtig. Oh, ihr habt reingeguckt. Hey. Eine gute Ausbeute gekriegt. Und ja, dann hört ihr jetzt mal die Kirchglocke. So, das ist dreiviertel irgendwas. Ist mir egal. Dann habe ich noch Mumin-Socken mir bestellt gehabt bei Wish. Ja, die wollte ich euch eigentlich auch zeigen, aber da die so nach und nach eingetrudelt sind und ich die unbedingt anziehen wollte, weil die so niedlich sind, dachte ich mir, ja, lasse ich das raus. Und habe auch jetzt hier rechts neben mir noch ein Paket liegen. Das werde ich direkt danach, nach diesem Video machen. Da habe ich bei einem Stationary. Oh Mann, ist schon wieder so warm. Habe ich bei einem Stationary Online-Shop bestellt. Aber jetzt machen wir mal weiter hier mit dem Cute Pack. Also den Mini-Hamster, den habe ich euch ja gezeigt. Hier ist so ein. Oh mein Gott, das ist so süß. Guckt euch das an. Das sind zwei kleine süße Hamster. Und es ist, ja, Sticky Notes. Also hier hinten dran klebt. Das kann man so irgendwo hinkleben. Und hier ist ein Hamster. Er sieht aus, als, ja, er sieht sehr dick aus. Fat Hamster. Und ja. Ist aber trotzdem niedlich, so als würde er gerade schmelzen. Und es ist so warm, ich schmelze. Ja, ich habe euch das Motto noch gar nicht gesagt von diesem Sticky Brief. Und zwar ist das Motto Hamster Café. Das ist sehr cool. Das ist alles ja, Hamster themed. Mir fallen manche Sachen nicht auf Deutsch ein, deswegen ja, tut es mir schon mal leid. Hier sind auch. Oh, da ist auch. Ist das ein Igel? Ne, ist das ein Hamster. Das sah ein bisschen aus wie ein Igel. Aber die sind auch so toll. Süß. Und ja, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ich sortiere mal wieder durch hier. Die. Oh ja, meine Postkarte. Oh, guckt euch das an. Das ist so süß. Also, mein Hamster früher, der war weiß. So cremefarben, also so hell, 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 hell braun. Und ja, hatte eine kleine rosa süße Nase. Und ich dachte immer, es ist ein Mädchen, deswegen habe ich sie Sandy genannt, aber es ist ein Junge. Und dann ist mir eingefallen, dass der Junge von der Serie Flipper, glaube ich, war das, der heißt ja auch Sandy, obwohl er ein Junge ist. Und dann dachte ich so, okay, das ist ganz cool. Ja, hätte mich auch nicht weiterhin nicht gestört. Aber ja, und wir haben. Ich habe letztens alte Bilder angeguckt und da war ein Bild von Sandy, wie sie sich hinter einem Milchkarton versteckt. Und daran musste ich gerade denken, als ich diese süße Postkarte gesehen habe. Sehr cute. Okidoki. Oh my goodness. Das ist so süß. Das sind Hamster als Essen oder Katzen, ich weiß gerade nicht.
Das eine sieht aus wie eine Katze. Wo war es denn? Das hier. Das hier sieht aus wie eine Katze auf einer Erdbeere. Es ist total. Oh, es ist so niedlich. Dann haben wir hier noch mehr Hamster. Hamster. Guckt euch das an. Das sind Hamsterrahmen. Und er isst gerade Rahmen. Und ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder zurück. Es hat gerade an der Türe geklingelt. Und zwar war das der FedEx-Postbote. Und ich wusste nicht mehr genau, weil ich in letzter Zeit ziemlich viel wieder bestellt habe. ja. Wusste ich nicht, was es ist. Und FedEx ist ja immer so, ja, dass es nicht innerhalb Deutschland ist. Und ich habe mir letztens zwei Star Trek-Action-Figuren bestellt. Dann dachte ich, das ist drin. Aber habe total vergessen, dass ich vor, ich glaube, wann war denn das? Ich glaube, 4 Wochen oder so. Vor knapp einem Monat. Nee, es war nicht knapp einen Monat. Das war vor 4 oder 3 Wochen doch, habe ich bei Mosery bestellt. Und das werde ich euch dann auch noch zeigen. Also ist heute ein Videoday. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit diesen Hamster Stickern hier. Das sind Hamster-Hackbällchen. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Irgendwie ist das lustig. Jo, und dann haben wir hier einmal. Oh, Ebichu. Dieser Hamster. Ich weiß nicht, ob ihr das. Das ist. Der hat einen eigenen Anime. Und, ich habe den Anime noch nicht gesehen, aber ich glaube, es ist ein sehr lustiger Anime. Und der Hamster ist auch very cute. Dann haben wir hier so kleine Mini-Hamster. Steckt in einer leeren Toilettenrolle. Sehr lustig. Ein Hamsterturm. Oh mein Gott, die sind so süß. Und dieser Hamster hier. Sorry, meinen ekligen Daumen, aber ich habe mir den letzte Woche auf der Arbeit eingezwickt. Das hat sehr weh getan, ja. Dieser Hamster hier, da wo mein Daumen so drauf ist, der hat einen Regenbogen-Afro. Das ist sehr witzig. Ich finde es sehr witzig. Und hier nochmal Süßkram. Ein Gebäck. Oh mein Gott, ist das lecker. Das würde ich jetzt gerne essen, Erdbeertorte. Und dann haben wir hier auch nochmal Hamster. Hamster in der Badewanne, auch sehr süß. Also das ist beim Prop und Cute Pack gefällt mir eigentlich immer alles, weil es entweder richtig cool oder richtig cute ist. Und ich mag coole und cute Sachen. Dann gucken wir uns jetzt den Paw Pack an. Oh mein Gott, da ist ein Washi-Tape drin. Oh, das gefällt mir jetzt auch schon wieder. Wir gucken uns mal das Motto an und das Motto ist Desk Essentials. Sehr cool. Und hier ist wieder eine Patch. Oder ein Patch. Und zwar ist das ein Glas. Ein Einmachglas. Mit ja, Pflanzen oder Sukkulenten drin. Sehr nice. Nice. Und hier ist ein Washi-Tape. Ein dünnes Washi-Tape. Es gibt von Sticky Club ein Washi-Tape, also ein Washi-Tape-Subscription-Box. Ich weiß nicht, ob die auch aufgeteilt ist in Retro-Cute und Pop. Das weiß ich gerade nicht. Ja, und es war, glaube ich, so noch nie in einem Sticky Club-Brief. Also seitdem ich das jeden Monat kriege ein Washi-Tape dabei und das ist sehr, sehr cool und es ist auch schön bunt und es gefällt mir gut. Dann gucken wir mal, was das ist. Ja, komm raus. Das ist, oh mein Gott, das ist so süß. Das ist eine Büroklammer in Form eines Liebesbriefs. Und da sind, ups, da sind, ups, whoop-di-scoop-di-poop. Da sind, so, Stickerflakes zum Thema, ja,
zum Thema Desk Essentials. Ja, hier ist so ein, ja, wie chinesischer oder japanischer Glücksbringer. Guck mal, aha, Sticky Notes. Sehr süß das Design. Eigentlich darf man die ja gar nicht öffnen, ne? Wusstet ihr das? Wenn man so ein, ja, Glücksbringer bekommt, dann darf man den nicht öffnen, weil man dann, glaube ich, Unglück hat, also Pech hat. Weiß ich nicht, ob ich das noch richtig so in Erinnerung habe, aber ich glaube schon. Oh, ich sehe Glitter, Glitter, Glitter. So, ja. Ich sortiere das mal wieder. Okay, wir fangen an mit dem hier. Das sind, ja, sieht aus wie karierte Stoffstreifen. Sind aber, glaube ich, Washi-Sticker. Wir gucken mal. Ja, es sind Washi-Sticker. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier haben wir. Oh, das ist so schön und cool. Und das gefällt mir sehr gut. Hier haben wir so rosa Flower Power. Ja. Ich rede schon wieder total komisch. Ja, das hier, das ist auch sehr schön. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es verwenden werde, da ich ja in letzter Zeit gar nicht gejournalt habe. Auch nicht in meinem Mosery-Kalender. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da nicht mehr so drin, aber ich will wieder anfangen damit, weil es hat echt Spaß gemacht und ich bin ein sehr kreativer Mensch. Das ist auch sehr cool. Ganze ja, Zubehör und Equipment. Das ist auch noch mal hier. Ups, ist verkehrt rum. Ja, Stationery, Washi Tape, Tinte, Sticky Notes sind da drauf. Ein Tacker, ein Filofax. Biu, 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 biu. So. Und dann haben wir hier Sukkulenten. Sehr schön, mag ich gerne. Dann haben wir hier auch nochmal Sukkulenten. Ja, sogar mit so Goldfolie, Glitzer, Dingens, Womens. Auch sehr, sehr hübsch. So, das war's auch schon wieder von mir. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Mein Favorit dieses Mal von Sticky ist auf jeden Fall der Cute Pack mit den ganzen Hamster-Stickern. Sehr, sehr süß. Ja, dann bedanke ich mich für euch beim Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!